So, jetzt frage ich mich, wir haben noch eins, zwei, drei, vier. Vier Häuser fehlen uns noch und ich weiß genau, wo die sind. Ich frage mich jetzt gerade, wie wir da am besten hingehen, ohne sie zu spoilern. Ich gehe mal diesen Weg hier entlang. So, gehen wir hier entlang. Ganz entspannt. Hier das Haus. Wem gehört denn das hier nochmal? Das müssen wir uns mal anschauen. Auxwin. Sir Auxwin, dem Leon, ne, hieß er. Der war auch eine interessante Person. Manchmal ein bisschen nerviger, als er sein musste, aber an sich war der ganz, ganz nett. Der Leon. Schönes Haus. Schickes Haus. Mag ich. I like it. Das war von Miss Möb das Haus. Das sollte ja der Kölner Dom sein. Ich erinnere mich. Ja, das habe ich nicht so gut hinbekommen. Also Kölner Dom ist natürlich auch ein bisschen ambitioniert, aber gut. Naja. Und das hier war Siloks Haus. Ui, Memo. Hier sind Namen. Das war der Fußballplatz von Lago, ne? Lago, genau. Und hier war Pydros Haus. Warum hat das nur eine Tür? Da ist vermutlich mal eine kaputt gegangen aufgrund von Zombies, ne? Das ist ja auch wild. Ist das überhaupt funktioniert? Wieso kommt man hier drum rum? What the hell? Wieso geht das? Das ist sehr seltsam. Aber es funktioniert. Aha, hier sogar mit einem kleinen Teich oder Pool, weil man hat ja hier nicht genug Wasser. Klasse Idee, Fritte. Hier einen schönen Ausblick, den ich jetzt nicht spoilern will, weil da kommen wir gleich noch zu. So. Also, kommen wir zum nächsten Haus. Und hier ist es. Jetzt werdet ihr sagen, was? Ich sehe doch gar kein Haus. Aber es ist right here. Und zwar das Haus von der Holy Holly. Die kennt ihr ja vielleicht. Die hat hier noch einen Keks, den sie abholen muss seit Ionen. Und die wollte ein Baumhaus. Cool. Und ihr seht, hier sind Bäume und da ist ein Haus drin. Auftrag erfüllt. Wir gucken es uns mal an. Von außen sehr unscheinbar. Das war auch das Ziel. Hier so quasi, weiß ich nicht, der Flur oder so, der Eingangsbereich. Hier eine wunderschöne Aussicht natürlich. Das muss man schon mal sagen. Also da kann man fast neidisch werden. Und ich finde auch das hier, ehrlich gesagt, ganz cool mit den ganzen Blättern und so, dass man hier so eine kleine Sitzgelegenheit hat. So schön hutzelig hier alles. Sehr, sehr nice. Hier so eine kleine Working Area ungefähr. Ja, dann kann man zum Beispiel hier reingehen. Hier ist so ein bisschen der Flur. Auch hier eine sehr schöne Aussicht. Hier so ein bisschen der Flur, dann hier so ein offenes Schlafzimmer, auch mit einer geilen Aussicht, mein lieber Mann. Hier übrigens der Keks von Holy Holly, den sie sich dann mal mitnehmen kann. Auch hier so ein kleines Detail mit den Blümchen und so. Ich finde es ganz hübsch. Und hier hat man sozusagen das Wohnzimmer, wo man eine schöne Couch hat. Hier so einen kleinen Ofen und so. Kann man ein bisschen Sachen machen. Und auch hier hat man natürlich eine schöne Aussicht hier auf dieses ganze, auf diesen kleinen Binnensee hier. I like it. I like it. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe natürlich vor allen Dingen, Miss Holly mag das hier auch. Gehen wir mal wieder raus und dann können wir uns von außen nämlich nochmal ansehen, weil ich finde, dass es ganz gut gelungen ist, das so unscheinbar wie möglich zu machen. Also ich finde, von außen sieht man wirklich nicht, dass da irgendwas drin ist. Und da ist halt einfach ein kleines Baumhaus. Wir können da nochmal von verschiedenen Winkeln drauf achten, ob es uns auffällt, ne, wenn wir mal irgendwo anders sind. Aber ich finde, das ist sehr, sehr unscheinbar. Da oben ist so ein kleiner Holzbock, da könnte man es denken. Aber ja, von dem Blickwinkel hier wird es einigermaßen, aber auch das unscheinbar wie sonst was. Also ich hoffe auch dir, liebe Holly Holly, gefällt dieses Baumhaus. Nee, das erkennt man wirklich nicht, oder? Ich finde, da erkennt man gar nichts. Was ist denn das? Oh nein, es ist das nächste Haus. Aber schauen wir uns gleich an, denn ich möchte nicht das nächste spoilern. Wir machen erstmal das Haus hier. Und das ist das Haus von Mr. Hochhaus. Ja, lieber Hochhaus, du wolltest ein Hochhaus. Also der Typ nennt sich Hochhaus, will ein Hochhaus, 6 Etagen. Ich glaube, es sind ein paar mehr geworden. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Etagen geworden. Und man erkennt es vielleicht schon. Ich finde es mega cool, weil es sieht halt aus wie ein Bücherstapel. Das war so ein bisschen
der Look, auf den ich abgezielt habe. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Look für so ein Hochhaus. Weil ich wollte hier halt ungerne so ein, einfach so ein Betonklotz in die Welt ballern. Und man kann hier innen, von innen ist auch eine ganz normale Base, ne? Du hast hier deine Werkbänke, einen Ofen, du hast hier nichts, aber es geht natürlich noch weiter hoch. Hier hast du so eine kleine Leseecke mit ganz vielen Bücherregalen. Dann hast du im nächsten Stockwerk hier einen Kessel, Zaubertisch und so weiter. Du hast einen Enderman, der jetzt leider sterben muss. Es tut mir sehr leid. Hier, ne? Du kannst auch Tränke brauen. Dann hast du hier ein Bett. Da kommt man übrigens so rein. Also hier kann man sich dann auf diese Art und Weise ins Bett legen. Ist also auch wieder mit Krabbel-Action. Und hier oben hast du dann so eine kleine Aussichtsplattform quasi auf, au, auf alles. Über die komplette Welt im Prinzip. Und auch hier nochmal speziell auf den Platz. Sehr schön. I like it. Ich hoffe, dir gefällt. Das war falsch übrigens. Mist. Jetzt bin ich komplett falsch abgebogen. Das ist jetzt natürlich ein Problem, weil hier kommt man von außen nicht mehr rein. So ist das ja auch nicht vorgesehen. Au. Okay. Und das ist das Hochhaus von Mr. Hochhaus. Wie gesagt, ich hoffe, es weiß zu gefallen. Ich finde es ganz cool. Es ist auch eine schöne Landmark hier mitten in der Stadt. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. I like it. Und ja, ich habe diese Bäume da im Hintergrund, die sind auch neu. Und bevor ich jetzt hier zum nächsten Haus komme, zeige ich die mal kurz. Ich habe diese Bäume im Hintergrund in erster Linie dafür gebaut, dass halt dieses Hochhaus nicht so krass ins Auge fällt. So sind hier halt noch ein paar Bäume und dann sticht das hier nicht von jeder Perspektive gleich so derbe ins Auge. So, da ist ein bisschen dezenter einfach so, ne? So, dann kommen wir jetzt zum Haus von Holy Diver. Den kenne ich auch schon ewig und jetzt hat er sich auch ein Haus gewünscht. Und er hatte überhaupt keine Ansprüche. Er hat einfach gemeint, ey, ich lege mein Vertrauen komplett in deine Hände. Und das ist das Haus, was dann im Endeffekt rausgekommen ist. Für den guten Holy Diver. Ich mag es ganz gerne. Wir schauen es mal von innen an. Hier kleiner Eingangsbereich, kleiner Flur. Dann hast du hier ein schönes, schickes Wohnzimmer, wie ich finde, mit einem schönen Tisch. Hier kleine Aussichtsfensterfront, finde ich auch ganz schön. Ja, hier der Zaubertisch, ne, Bücherregale, Öfen, blabliblub. Alles, was man will und braucht. Dann geht es hier in den ersten Stock. Schlafzimmer bzw. Betten dürfen natürlich nicht fehlen. Rüstungsständer und so weiter. Auch hier ein kleines Fenster. Ne, hat man hier ein schönes, schönen Balkon noch. Auch das ganz nett. Weil halt auch die Aussicht so geil ist. Eigentlich, egal in welchem Haus man wohnt, die Aussicht ist immer geil. Weil diese Stadt halt einfach cool ist. Muss ich schon mal sagen. Genau, das ist das hier oben. Und dann hat man hier noch ein spezielles Feature. Und zwar geht es hier in den Keller. Und hier hast du eine kleine Wasseranbindung. Also kannst hier quasi mit dem Boot rausschippern und kannst dann hier in die großen Meere segeln, wenn du das denn möchtest. Ja, das ist das Haus von Holy Diver. I like it. Nach Holy Holly jetzt auch Holy Diver. Das ist natürlich wichtig. Und wie gesagt, auch hier. Es ist ein schickes Häuschen. Ich mag es. Also so weiß mit diesem rosa-violett, wie auch immer, Akzent in der Mitte. Finde ich ganz schniekowski. So, und jetzt glaube ich, kommt nur noch ein Haus, oder? Ich meine, es kommt nur noch ein Haus. Und wir gehen mal kurz pennen. So, und jetzt kommt noch ein Haus. Ein einziges. Und ich muss die ganze Zeit, wenn ich diese Häuser hier sehe, an den Kanal vom Heiligen Ofenkäse denken, weil ich ultra viele Heiliger Ofenkäse-Videos gehört habe, als ich diese Häuser gebaut habe. Lol. So, das letzte Haus. Junge, Junge, ist das eine lange Tour geworden, mein lieber Mann. Das letzte Haus ist hier. Und zwar von Black the Bob, aka Timothy. Und der hat sich nichts Geringeres gewünscht als ein Haus im Dekobaum. Und das habe ich versucht natürlich umzusetzen, so gut es geht. Und ich hoffe, man erkennt den Dekobaum so ein bisschen. Ne? Also das soll der Dekobaum sein. Und darin ist das Haus von Timothy, wie gesagt, in Minecraft und auf einem 11x11 Grundstück. Das ist natürlich alles nicht so leicht umzusetzen. Aber ich finde, ich habe es ganz gut geschafft. Ne? Da oben die Augen, die Augenbrauen, dieser
Bart, in Anführungsstrichen, den er ja hat. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut umgesetzt und die Zelda-Freunde unter euch fühlen sich nicht getriggert. Und hier steht natürlich auch nochmal der Name wahre, der wahre Name, so rum. Ja, und das ist das Innere vom Baum. Kleine, schöne, rutzelige Behausung. Hier natürlich, oh ja, da habe ich mir... Ich hoffe, du hast mich nicht, Timothy. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ne? Hier das Bett von Timothy, hier bla bla bla, Kerzen, dies, das, blum bla. Ihr seht's. Und hier eine ganz wichtige Truhe. Und hier ist alles drin, was ein wahrer Timothy braucht. Zum einen neue Betten, weil ich kenne Timothy. Timothy ist kein Mensch, der seine Laken waschen würde. Timothy ist ein Mensch, der sich denkt, fuck, ich habe mein Bett eingesaut. Womit auch immer, da wollen wir gleich drauf eingehen. Aber ich habe es eingesaut, ich brauche ein neues. Und hier sind 4 auf Reserve drin. Gar kein Problem. Und was das hier ist, ist ja wohl auch klar. Jeder, der Timothy kennt, weiß, was das hier ist. Das hier sind alle Zutaten, die er braucht für köstlichste Leberkäsebrötchen. Oder Fleischkäsebrötchen, oder wie auch immer man sie nennen möchte. Schön Brot, schön Fettleberkäse dazwischen. Und dann halt unten Brot hier, Ketchup, Senf und für die ganz Wahnsinnigen unter euch auch Mayo. Alles dabei für Timothys Wohlfühloase. Also ganz ehrlich, wenn er hier drin nicht gerne leben würde, I don't know, dann... Also das ist so eine Timothy-Höhle, das ist der Wahnsinn. Und dann noch im Dekobaum, weißt du, was ich meine? Ja, und das war das letzte Haus. Ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, euch allen diese Wünsche zu erfüllen. Und nach guten Wissen und Gewissen, oder wie sagt man, also nach bestmöglicher Art und Weise hier diese ganzen Häuser hinzuballern und irgendwie den ganzen Anforderungen, die ihr so gestellt habt, dann auch gerecht zu werden. Jetzt frage ich mich gerade nur wegen den ganzen Karten, ob das jetzt alles aktualisiert wurde. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Können wir nochmal kurz schauen. Hier, das ist doch auch nicht ganz richtig, oder? Oder ist das Stand jetzt richtig? Ja, wird das wohl richtig sein. Da der Kopf von Notch, den sieht man auch schön von oben. So, was ist das? Das ist da ganz hinten, stimmt. Gehen wir da mal in die Richtung. Ich weiß nicht, ob da irgendwas geändert werden muss. Das dürfte okay sein. Da sind jetzt ganz viele rosa Flecken auf einmal zu sehen. Ah ja, genau, bei Hanyan wollte ich euch ja noch zeigen. Da habe ich auch ein bisschen was geändert. Ist hier irgendwas anders? Nee, ne? Warte, ich muss mich orientieren wieder. Da unten ist das Haus, da ist das. Ah ja gut, oben das Hochhaushaus und das von Holy Diver. Und den Timothy-Baum. Ist das alles schon drauf? Warte mal, ich gucke gerade mal. Bin mir nicht sicher, ob der Timothy-Baum schon drauf ist. Jetzt ist er drauf. Oder war er schon davor? Ah ja, der war schon davor drauf. Das ist nur der Weg quasi. Okay, der noch aus Asphalt ist. Okay, okay, okay. So... So, genau, hier haben wir noch was geändert. Und zwar habe ich hier einen Weg angeschlossen. Hier einen Weg angeschlossen, der jetzt hier lang führt und dann hier eben direkt zum Turm geht. Also nicht mehr dieser Kreuz- und Quere-Weg, den wir davor hatten, sondern hier haben wir jetzt so einen straighten Weg, der den Bahnhof mit dem Turm verbindet. Finde ich auch ganz gut, dann ist der Turm auch ein bisschen besser mit der Stadt verbunden. Und so sieht übrigens das Haus von Mehlknädel von hinten aus. Auch ganz hübsch, I guess. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, ob wir hier hinten irgendwas geändert hatten, was noch eines Updates bedarf. Aber ich glaube fast, dass da nichts mehr war. Gucken wir mal. Aber ich glaube, dass hier aktuell nichts mehr ist. Das hier müssen wir auch mal abreißen. Das ist einfach nur ein Schandfleck in der Landschaft. So, wo sind wir hier? Das ist die... das äußere Ende von der Stadt. Ich glaube, hier müssen wir noch was aktualisieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, da fehlen noch Pascal und Flo's Haus. Das gucken wir uns jetzt sofort an. Jetzt machen wir erstmal kurz hier Glück, Behutsamkeit. Machen wir erstmal kurz hier das Zeug weg. Das muss ja nicht sein.
Hier habe ich ja versucht, so eine Farm zu bauen quasi, wo es ein Skelett einen Creeper abschießt, um an Schallplatten zu kommen. Das war von der Idee her vielleicht ganz gut, aber von der Umsetzung her hat es leider nicht hingehauen. Insofern bauen wir das ganze Ding mal wieder ab. Lassen dann hier lieber den unbekümmerten Sand quasi. So. Ein bisschen aufräumen hier. Zu viel Klumpatsch im Inventar. So. Das muss jetzt gerade mal sein. Und dann würde ich als nächstes noch eine Kleinigkeit angehen. Soll ja hier jetzt nicht nur rumführen gewesen sein, sondern ich würde dann gleich noch eine Kleinigkeit machen, die wir auch schon seit längerem vorhatten oder die ich auch schon seit längerem vorhatte. Ups. Zack. So. So, der hier gehört da bestimmt auch nicht hin. So, dann nehmen wir auch das Redstone-Gedönse hier gleich mal mit. Okay, brauchen schon wieder hier unsere Aufräumabteilung. So. Okay, ich brauche unbedingt meine Schaufel, sonst drehe ich durch. So. Alright. Den Sand nehmen wir gerade mal mit. Den Stein nehmen wir gerade mal mit. Okay, der Rest bleibt in der Kiste. Und dann gucken wir doch mal, ob wir hier vielleicht das Ganze so einigermaßen fixen können. So zu 100% wird es nichts, weil dafür haben wir jetzt zu wenig Sand dabei. Ja, deutlich zu wenig Sand dabei. Aber gut. Müssen wir dann mal die restlichen Sandlöcher hier auffüllen. So, und dann gehen wir gerade mal hier rüber, weil wie gesagt, da fehlen jetzt auf jeden Fall noch das Haus von Pascal und von Flo, glaube ich zumindest. Oder ist es etwa nicht so? Ah nee, da links ist es. Ah. Klar, das blau umrandete hier, das ist es. Okay, cool. Ja gut, alles klar, dann haben wir es ja. Dann legen wir uns nochmal beim Floh schlafen. Das wollte ich eh schon immer mal tun. Ach, schade, dass er nicht da ist. Aber ist nicht Nacht, was? Es war doch gerade voll dunkel. Es war doch gerade mega dunkel, oder nicht? Offenbar nicht Nacht genug. Gut.